Herzlich willkommen. Heute gestalten wir einen Clown und lernen das Knotenbinden. Hierfür brauchst du deine Vorlage, Buntstifte, eine Schere, Kleber, Filzstifte oder Edding, wenn du hast, einen Pfeifenreiniger und einen Pompon, einen Schaschlikspieß, verschiedene Geschenkbänder, einen Pappteller und ein großes Lineal. Zuerst nimmst du dir deine Vorlage und malst die Augen und den Hut in den Farben an, die du möchtest. Achte hierbei auf die Ausmalregeln. Wenn du alles angemalt hast, schneidest du den Hut und die Augen mit der Schere aus. Achte hierbei auf die richtige Scherenhaltung. Wenn du das gemacht hast, klebst du deine bemalten Teile auf deinen Pappteller. Hierfür brauchst du eine Klebeunterlage und einen Kleber. Wenn du das gemacht hast, nimmst du dir ein Geschenkband deiner Wahl wickelst es einmal um dein Lineal herum und schneidest es ab. Das machst du so oft, dass du mindestens 7 solcher Geschenkbänder hast. Anschließend nimmst du deinen Papierpappteller und den Schaschlikspieß. Du kannst auch hierfür einen Locher verwenden und wichtig ist, dass du das mit deiner Mama oder deinem Papa zusammen machst. Um ein Loch reinzustechen in den Pappteller, nimmst du 2 Finger breit Abstand, stichst ein und achtest darauf, dass deine Finger nicht unter dem Schaschlikspieß sind. Das machst du so oft, bis du zufrieden bist und genügend Löcher hast. Jetzt nimmst du das Geschenkband und fädelst es durch das Loch. Lass dir auch hier wieder von deinen Eltern helfen. Jetzt musst du das Geschenkband festbinden. Hierfür hältst du beide Enden jeweils in einer Hand. Du überkreuzt beide Bänder und gehst mit dem Band, das oben drüber ist, unten durch. Jetzt kannst du ganz einfach an beiden Enden ziehen und hast einen Knoten. Wichtig ist, dass du noch einen zweiten Knoten darauf machst, sodass sich die Bänder nicht lösen. Wieder überkreuzen beide Enden. Das Ende, was oben drüber ist, geht unten durch und du ziehst wieder an beiden Enden gleichmäßig fest. Wenn du das gemacht hast und alle Enden befestigt hast, kannst du deinen Clown noch gestalten, indem du noch den Hut verzierst
Oder eben mit Pfeifenreiniger und einem Pompon noch ein Gesicht machst. Hast du dies nicht, kannst du das leicht mit Eddings machen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.